USA, ein verletztes Raubtier zeigt seine Reißzähne. Norbert Nelte für die Basisdemokratische Räterepublik. Die Vereinigten Staaten sind schnell alt geworden. Sie wollten ursprünglich das ganze dritte Jahrtausend die Herrschaft über die ganze Welt ausüben. Aber so, wie es jetzt aussieht, werden das nur 75 Jahre. Die Russen haben jetzt eine Rakete, Avantgarde, mit 20-facher Schallgeschwindigkeit. Denk eins, auch wenn die US-Cowboys so dämlich wären, eine Atomrakete abzuschießen, hätten die Russen zwar herbe Verluste, aber kaum hätten die US-Amerikaner sie abgeschossen, würde bei ihnen schon für immer die Lichter ausgehen. Und niemand könnte sie jemals wieder anmachen. Aber ein verletztes Raubtier ist nun mal nicht berechenbar. Trump scheint zwar viele Truppen zurückzuziehen. Aber es gibt genug durchgeknallte Generäle oder andere Politiker im militärisch-industriellen Komplex, die das nicht hinnehmen wollen, dass sie gegen Russland und China keine Siegeschancen mehr haben. Die Yankees können keinen großen oder auch nur kleinen Krieg mehr gewinnen und das Land danach beherrschen. Siehe US-Imperium im Zerfall. RT-Interview mit Rainer Rupp ab Minute 22:30. Link 2. Zähne zeigen und dicke Backen machen. Wäre alles, was die USA noch machen können. Alle Universitäts-Thinktanks der USA bescheinigen hier, dass sie keinen Krieg mehr gegen Russland und China gewinnen können, also auch nicht mehr führen. Aber sie können noch Chaos schaffen und das machen die reichlich. Nun hat Syrien mit Hilfe Russlands die wesentlichen ISIS-Terroristen aus dem Land gejagt. Die Hilfsarmee der CIA. Manche gingen nach Afrika, aber die meisten gingen im Auftrag der CIA nach Europa, um den schärfsten Konkurrenten der USA im Niedergang zu destabilisieren. Die Lumpenproletarier kamen zu Hunderttausenden mit der Völkerwanderung hierher. 90% davon waren alleinstehende junge Männer. Aber wie kommen wir auf die hohen Zahlen? Wir gingen vor 2010 von rund 5 Millionen Ausländern in Deutschland aus. Die Ausländerkriminalität war damals nur 8,5%, also niedriger als die der Deutschen. Von 10%, einfach weil die Großfamilien sich noch bei denen mit der Abstammung aus weniger vorangeschrittenen Ländern in Notlagen noch gegenseitig helfen. 2018 stand die offizielle Polizeistatistik der Ausländerkriminalität bei 30%. Also der Staat sagt das, nicht ich. 30% wären bei 6 Millionen Ausländern 1,8 Millionen kriminelle Personen. Wir können aber davon ausgehen, also ich gehe davon aus, dass die wirklichen normale Ausländerkriminalität nach wie vor nur 8,5% beträgt, also 510.000 Ausländer, als die der deutschen Kriminalität. Dann beträgt die Differenz
zu 1,8 Millionen, rund 1,3 Millionen. Das wären die kriminellen ISIS-Terroristen und andere Schwerverbrecher, die George Soros mit seiner Open Society Foundation W2EU plus Info Welcome to Europe hierher hat holen lassen. Wenn der Supercrash 2019, 2020 kommt, wird die Pegida auf die ISIS gehetzt und umgekehrt. Und man kann dann sagen, warum es einen Wirtschaftseinbruch gegeben hat. Das läge nicht am normalen Kapitalismus. Das läge an dem Bürgerkrieg. Der tiefe Staat von US-Amerika hätte dann seine Vermischung der Ethnien bzw. der Rassen, wie sie sich selber ausdrücken. Der Militär- und Geostratege, Berater von Kriegsminister Rumsfeld, Thomas PM Barnier, hat das in seinem Buch Der Weg in die Weltdiktatur folgendermaßen beschrieben. Zitat: Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der Erde durch die Vermischung der Rassen mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Dazu sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90. Zu dumm zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Und an anderer Stelle, jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Widerstand gegen die globale Weltordnung leisten, wir werden sie töten. Zitat Ende. Wer das nicht glaubt, der kann ja dieses Buch hier bei Amazon kaufen. Das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Ich bin zwar linker Verschwörungstheoretiker, aber nur bei den Verschwörungstheorien, wo es auch Verschwörungen gibt. Thomas PM Barnier. Der Weg in die Weltdiktatur. Link 4. Des Weiteren kann der US-Staat locker Außenblut ohne Kriegserklärung produzieren. Mit den Drohnen, die in Ramstein bei Kaiserslautern gesteuert werden. Dort befindet sich die Kommandosteuerzentrale der USA für Europa, Asien und Afrika. Das Problem für die USA ist nur, dass die Russen mit einer Spielersoftware im Irak eine US-Drohne zur Landung gebracht haben. Die Russen haben nicht nur Raketen mit 20-facher Schallgeschwindigkeit und die einzigste Weltraumrakete im Dauerbetrieb. Sie arbeiten auch an Raketenabwenksystemen oder auch daran, dass sie aus der Ferne den Strom, zum Beispiel bei einem Schiff, ausstellen können. Wie weit sie damit sind, wissen wir nicht. Aber die Projekte sollen schon ziemlich weit gediehen sein. Die Chinesen haben schon zwei Flugzeugträger und arbeiten an besseren Radarsystemen zur See. Die Überschall-Spezial-Antischiffsraketen YJ-18 haben eine Reichweite von mehr als 540 Kilometern, viel weiter als die der USA. Die U-Boote sollen mit Hilfe einer Blase an der Spitze 1000 Kilometer schnell werden.
China ist mit der Sonde Chang'e 4 Link 5 schon auf der Rückseite des Mondes gelandet. Das hatten die US-Amerikaner noch nicht geschafft. Alle kleinen Länder wie Iran, Syrien oder Venezuela können die USA sowieso nicht angreifen. Sonst kriegen sie es was mit dem Shanghai-Bündnis zu tun. Das Shanghai-Bündnis hat ohne China 5.434 Atombomben und mit 6.959.000 Soldaten. China alleine 2 Millionen. Die NATO hat ohne Frankreich und dem Vereinigten Königreich nur 4.200 Atombomben und mit 3.805.000 Soldaten. Die Türkei mit 612.000 Soldaten ist dabei auch für die NATO ein ganz unsicherer Kandidat. Sie hat immerhin schon russische Raketen. Die Weltdiktatur will die Wall Street bis 2030 errichten. Auch wenn das überhaupt ginge, bis dahin gibt es schon den Zuckerkrieg und die massenhafte Betriebe ohne Postbewegung hat dann schon zehnmal ihren letzten Schritt zum Kommunistaat hin vollzogen. So sind die ewigen Kriegsdrohungen gegen Russland, Iran oder Venezuela nur Schaumschlägerei. Die Kriegsdrohungen von Deutschland sind nur lachhaft und letztlich tragisch. Der Osten will nur mehr Handel. Die deutsche Regierung sollte mehr auf der neuen Seidenstraße und in den Hochgeschwindigkeitszug von Peking nach Moskau investieren und ihn über Minsk, Warschau, Berlin nach Paris und Madrid bis Lissabon verlängern. Mit diesen Investitionen könnte sie ihren Superkrieg vielleicht noch etwas hinauszögern. Die Regierung will aber unbedingt bei den Verlierern sein. Die dunklen Mächte des Kapitals sind einfach zu schwach und viel zu langsam. Denk daran, deren Mission ist einfach beendet. Die letzte Schlacht werden wir gewinnen.